In diesem Video zeige ich dir, wie du dein Profil bearbeiten kannst und auch deine Kontoeinstellungen ändern kannst. Du findest dein Profil hier oben. Wenn du es öffnest, findest du zunächst einmal alle Funktionen und Bereiche. Wichtig sind hier Profil und Konto. Wenn du auf dein Profil klickst, siehst du erstmal eine Übersicht. Links wirst du daran erinnert, wenn dein Profil noch nicht so sehr ausgefüllt ist. Es wäre schön, wenn du das beachtest, damit deine Informationen wie Kontakte, Kompetenzen etc. für alle gut sichtbar sind. Hier oben ist dein Profilbild. Das kannst du direkt hier ändern. Frag uns auch gerne nach einem Foto, falls du beim Netzwerktreffen eins gemacht hast. Hier kannst du dein Titelbild ändern. Dafür gibt es ein spezielles Format, das findest du auch in den Bearbeitungsfunktionen unter Titelbild. Du kannst aber auch eine Vorlage wählen, die du im Dokumentenbereich findest, hier links. Wenn du dein Profil bearbeiten willst, kannst du einfach auf dieses Kästchen klicken. Hier findest du alle Bereiche, die mit deinem Profil zu tun haben. Ich zeige euch nochmal kurz diesen Bereich. Hier sind ganz viele Themen abgebildet, was die Arbeit im Integrationsbereich angeht. Und du kannst dich hier super durchklicken, bis hin zu Sprachen oder andere Kompetenzen, die dir jetzt noch gefehlt haben dabei. Bitte beachte, dass du am Ende immer deine Änderungen speicherst. Ich zeige dir zum Schluss noch kurz das Konto. Hier oben kannst du dein Passwort ändern, falls dies einmal nötig wird. Besonders interessant sind möglicherweise für dich die Benachrichtigungseinstellungen, denn du bekommst per E-Mail voreingestellt eine Nachricht, wenn du zum Beispiel eine persönliche Nachricht bekommst oder in einem Beitrag erwähnt wirst. Du kannst es hier ändern, abwählen oder wieder anwählen. Denke daran, das so einzustellen, dass du weder zu genervt bist von Nachrichten, informiert bleibst und trotzdem noch selbst aktiv bist auf der Plattform.